Willkommen! In diesem Video lernen Sie die Vorstellung kennen, die Comenius über die Lernenden entwickelt hat. Die Aufgabe der Lernenden wird bestimmt durch das Bildungsziel. Der Mensch wird, ganz im Sinne der Pansophie, in die von Gott vorbestimmte Vollkommenheit seines Wesens eingeführt. In etwas Vorbestimmtes eingeführt zu werden, erfordert keine selbstverantwortete Bildung oder die Berücksichtigung freier Entscheidungen der Lernenden. Aus Comenius Sicht ist der Weg selbstverständlich durch Gott vorgegeben. Es geht darum, den Menschen zur von Gott vorgesehenen Ordnung der Dinge zurückzuführen, und wie das zu machen ist und welche Aufgaben dabei den Lernenden zukommen, das kann der Bibel und der von Gott geschaffenen Natur entnommen werden. Aufgabe der Lernenden ist es dann, sich auf den ihnen vorbestimmten Weg zu begeben. Nun ist aber den Menschen nicht vorher schon bekannt, welcher Weg welchem Menschen vorbestimmt ist. Comenius kennt daher zwar eine Art Begabungslehre, nach der zum Beispiel, ich zitiere, manche Menschen von Natur aus träge und dumm erscheinen. Im Mittelpunkt steht aber der folgende Gedanke, ich zitiere wieder, zunächst sind alle Menschen zu dem Hauptzwecke geboren, Mensch zu sein, das heißt vernünftiges Geschöpf, Herr der anderen Geschöpfe und genaues Abbild seines Schöpfers, Zitat Ende. Das gilt eben für alle Menschen und daher werden alle Menschen zunächst als gleich angesehen. Comenius wörtlich, dass bei Gott kein Ansehen der Person gilt, hat er selbst oft kundgetan, Zitat Ende. Die Menschen sind daher gleich zu unterrichten, sodass sie der von Gott vorgesehenen Bestimmung auch folgen können. Damit rückt der Lernende aber nicht als autonomes Individuum in den Blick. Vielmehr gilt es, nur alle gleich zu unterrichten, wobei Comenius durchaus berücksichtigt, dass nicht alle gleich weit kommen müssen. Wie weit einer kommt, ist eben von Gott bestimmt. Lernende werden also als vor Gott gleich angesehen, weshalb ihnen auch gleicher Unterricht zukommen soll. Dies kommt in Comenius Schlagwort zum Ausdruck, omnes omnia omnino, allen Menschen alles allseitig lehren. Das gilt unabhängig von Begabungen. Comenius spricht hier eher von einem Überfluss oder einem Mangel an Begabung, die es im Blick auf die natürliche Harmonie auszugleichen gilt. Allerdings gilt es nicht ganz unabhängig vom Geschlecht. Zwar sollen Mädchen durchaus unterrichtet werden, aber nicht mit den gleichen Büchern wie die Jungen. Worin der Unterschied bestehen soll, sagt Comenius allerdings nicht. Um nun alle Menschen unterrichten zu können, ist es nach Comenius auch erforderlich, dass die gesamte Jugend den Schulen anvertraut werden muss. Er sieht eine allgemeine Schulpflicht vor und macht es damit vor allem zur Aufgabe der Lernenden, überhaupt die Schule zu besuchen, was zu seiner Zeit ja keineswegs selbstverständlich war. Zum Schulbesuch als Aufgabe der Lernenden kommt noch der Fleiß. Comenius verwendet immer wieder den Ausdruck Nützlichkeit. Die Lernenden sollen ein nützliches Leben führen. Zu nützlichem Verhalten sollen sie in der Schule angehalten werden und dazu ist auch die ganze Schule nützlich einzurichten. Es ist also Aufgabe der Lernenden, den Unterricht fleißig zu nutzen, wachsam und aufmerksam zu sein und sich dabei nützlich für den von Gott bestimmten Weg zu machen. Comenius sieht alle Menschen ohne Ansehen der Person als Abbild seines Schöpfers, das allerdings nicht von alleine der vom Schöpfer ermöglichten Vernunft folgt, sondern zur Vernunft erzogen werden muss. Ein wesentliches Mittel dazu ist der Schulbesuch, der die Unterschiede zwischen den Menschen im Blick auf die Harmonie ausgleichen und den Menschen neben der Förderung der Vernunft auch nützlich und fleißig machen soll. Der so zur Ordnung geführte Mensch ist gebildet und kann sein Handeln den ihm beizubringenden Zielen des Friedens und der Harmonie unterordnen. Das damit verbundene Gleichheitsprinzip ist zu Comenius Zeit sehr provokativ und greift weit voraus, denn der Vorschlag, zum Beispiel Frauen oder sozial Benachteiligten Bildung zu ermöglichen, kann immer noch als fortschrittlich angesehen werden. Die Forderung, alle Lernenden als Menschen gleich zu unterrichten, impliziert eine veritable Kultur- und Gesellschaftskritik. Sowohl mittellose Landarbeiter als auch Adelige sollen gemeinsam unterrichtet werden. Das war durchaus revolutionär.
Das Provokative daran wird schon daran sichtbar, dass auch heute noch Eltern aus sich selbst als besser wahrnehmenden Familien alles daran setzen zu vermeiden, dass ihre Kinder mit aus Sicht dieser Familien schlechter gestellten Familie gemeinsam unterrichtet werden. Auch die Idee der Gleichstellung von Mädchen und Jungen im Unterricht ist heute noch als fortschrittlich zu sehen, denn die Gleichstellung von Mann und Frau ist in Österreich noch keineswegs erreicht. Nicht zuletzt auch durch den Einfluss der katholischen Kirche, von der Comenius verfolgt worden ist. Die Macht der Kirchen hat Comenius durchaus kritisch gesehen und etwa den Papst durchaus scharf angegriffen. Auf die Idee, dass die Kirche das Problem sein könnte, ist er allerdings nicht gekommen. Sein Traum war vielmehr die Schaffung der geheimen Einheitskirche, die alle Kirchen in Harmonie miteinander verbindet. Gelungen ist das seitdem weder den christlichen noch den muslimischen oder irgendwelchen anderen Kirchen, weder untereinander noch miteinander. Von einem religiösen Weltfrieden ist die Welt mindestens so weit entfernt wie zu Zeiten Comenius. Dem Lernenden also die Aufgabe zu stellen, sich in die Vollkommenheit seines Wesens einführen zu lassen und sich den Weg durch den pansophischen Gedanken, das heißt genauer, so viel Sarkasmus muss hier sein, durch Comenius vorgeben zu lassen, ist wenig überzeugend. Allen Menschen gleiche Rechte einzuräumen und damit verbunden auch gleiche Chancen, ist allerdings nach wie vor aktuell.